Herr Buchner, meine erste Frage wäre, wie oft und über welchen Zeitraum haben Sie am Training bzw. am Coaching von Herrn Langenbach teilgenommen? Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr früh Herrn Langenbach kennengelernt habe. Und das hat sich dann ja, über 3 Jahre kontinuierlich auf unterschiedliche Art und Weise fortgesetzt. Das begann mit Seminaren, die organisiert von Remax dann an Tagungsstätten stattfinden, bis dann zu der Zusammenarbeit hier in diesem Büro, wo das regelmäßig einmal die Woche stattfand, plus noch ein spezielles Einzelcoaching, falls gewünscht. Ja, und jetzt bin ich sehr glücklich darüber, dass es die Möglichkeit gibt, über Webinare das zu holen, die Informationen. Also es war nie ein Unterbruch da, die Kommunikation bestand über diesen Zeitraum von mehr als 3 Jahren. Also haben Sie dann auch das Programm und das Coaching einfach in den Arbeitsalltag integriert und eingebaut? Absolut, ja, absolut. Und was würden Sie sagen, was Herrn Langenbach als Trainer und Coach am meisten ausmacht? Was ihn am meisten ausmacht, ist, dass er auf alles die richtige Antwort weiß. Und nicht nur die richtige Antwort aus dem Schulbuch, sondern dass es alles praxisorientiert ist. Das sind alles bewiesene Aussagen, die funktionieren. Und wenn es derjenige, der es erfährt, dann auch richtig anwendet, dann hat er den gleichen Erfolg damit. Wie ist denn Ihre Einschätzung, was Sie tatsächlich von dem Gelernten aus dem Coaching in der Praxis umgesetzt haben oder in der Zukunft auch umsetzen können? Also, ich sage jetzt in der Größenordnung von 80 bis 85%, deswegen, weil noch nicht alles eingetreten ist. Zum einen, was ich gelernt habe, und zum anderen natürlich auch immer die eigene Persönlichkeit ja mit eine Rolle spielt. Weil ich einer bin, der sehr, sehr gerne was annimmt, gerne auch von mehreren Referenten, aber ja seine eigene Persönlichkeit auch einbringen muss, um authentisch zu sein. Welche Themen haben denn Sie am meisten weitergebracht? Wie schätzen Sie sich da ein? Es waren viele, viele Tipps und vor allen Dingen rhetorische Dinge zu den Themen wie jetzt, wie gehe ich mit Einwänden um? Oder wie komme ich am besten dazu, dass es einen zweiten Termin gibt nach der normalen Objektbesichtigung? Da ist auch sehr, sehr viel, neben dem Fachlichen, sehr, sehr viel Technik dabei gewesen. Und das umzusetzen und auch dann mit den eigenen Worten, das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Und da haben Sie das Gefühl, dass das Programm von Herrn Langenbach da eben hilfreich ist und Sie da Absolut, richtig offen? absolut. Wobei ich noch ergänzen will, dass speziell das Programm den ganz wesentlichen Vorteil hat für mich und ich denke auch für viele andere, dass ich mich situationsbezogen darauf vorbereiten kann. Das heißt, wenn ich einen Termin mache, in welcher Richtung auch immer, dann habe ich bis dato immer den richtigen Baustein gefunden, um mich dann kurzfristig nochmal ja, das richtig aufzusaugen und mich auch zu motivieren, weil es gibt auch sehr, sehr viel Sicherheit im Termin. Wie schwierig war denn das Marktfeld, als Sie das Erlernte in der Praxis umgesetzt haben bisher? Also das Marktfeld derzeit in meiner Branche ist definitiv sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll. Und umso wichtiger ist es dann, mit diesem Know-how zusammen einen möglichst professionellen Auftritt hinzubringen. Der Kunde spürt es. Die Sympathie, die muss man selber mitbringen, das ist klar. Aber auch da gibt es Unterstützung, in diese Richtung Vertrauen aufzubauen. Also sowohl das Menschliche als das Fachliche finde ich in diesen Anwendungen perfekt wieder. Und jetzt, wo Sie wissen und es selber quasi gespürt haben, dass das Programm etwas gebracht hat, was war das Coaching für Sie an Geld wert? Also würden Sie dafür nochmal ein, zwei oder mehrere tausend Euro dafür investieren? Also ich bin jetzt mit der momentanen Lösung absolut zufrieden. Es liegt ja an mir, wie lange ich dieses Programm über die 12 Monate hinaus benutze. Aber ich denke, es wird mich so lange begleiten, wie ich in diesem Beruf tätig bin, weil es wirklich auch von der psychologischen Seite her eine Entlastung ist. Alles zu behalten, glaube ich, kann niemand, aber etwas auf Knopfdruck aufzufrischen, wer sucht das nicht? Und hier gibt es die Lösung. Also würden Sie auf jeden Fall das Programm weiterempfehlen? Absolut. Und welchen Rat haben Sie denn dafür an weitere Makler, an andere Makler?
Der Rat ist ganz einfach. Es ist ja momentan schon möglich, sich kurze Versionen der Webinare anzuschauen und sich damit selber ein Bild zu machen. Ich gebe die Erfahrung weiter, die ich sowohl live als auch aus dem Webinaren erlebt habe. Und da finde ich es auch immer besonders interessant und gut, wie in diesem Falle, dass es zwei Referenten gibt. Weil jeder irgendwie seine eigene Erfolgslinie hat und ich dann als lachender Dritter kann mir das raussuchen, was am besten zu mir passt. Und das ist etwas, was jetzt sogar noch besser darstellbar ist, als jetzt beispielsweise im Einzelcoaching, so wie ich es vorher gehabt habe. Jetzt hatten Sie ja schon mal das Programm durch und jetzt wissen Sie schon alles, was Sie quasi wissen brauchen. Wie geht es jetzt weiter? Ist das Training für Sie immer noch sinnvoll, auch in der Zukunft? Ja, absolut, weil ich, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, wäre dann auf den betreffenden Fall die Information hole. Und darüber hinaus lebt das Programm ja auch. Es gibt ja immer wieder neue Komponenten. Also so wie das aufgebaut ist und gemanagt wird, ist es immer aktuell. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, außer meine Tätigkeit endet, das nicht mehr zu verwenden. Wie wichtig würden Sie das Training und Coaching auf einer Skala von 1 bis 10 einstufen, dafür, dass Sie jetzt ein besserer Makler geworden sind? 1 für weniger wichtig und 10 für sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Mhm. Und wie genau würden Sie das jetzt inwiefern, wie würden Sie das erklären? Weil es ganz andere Blickwinkel eröffnet, weil man das eingefahrene Wasser verlässt oder verlassen kann. Und weil es einfach auf neue Ideen bringt und für mich mit das Wichtigste ist die Sicherheit. Die Sicherheit, die ich mit diesem Know-how habe, und das kann durchaus sein, dass ich mich da am Tag davor 3-4 Stunden hinsetze und mir nichts anderes, meine Kopfhörer aufsetze, damit mich keiner stört, und dann schaue ich mir die entsprechenden Webinare an und dann ist gut. Sie sind ja in einem schwierigen und sehr anspruchsvollen Markt tätig, in dem Verkäufer ungern eine Verkäuferprovision von 3,57% bezahlen. Hat Ihnen das Training und Coaching von Herrn Langenbach dabei helfen können, trotz dem Makler Alleinaufträge in dieser Form abzuschließen? Absolut. Ich habe das bisher in allen meinen Fällen durchsetzen können. Allein schon deswegen ist es ein Muss für jeden Makler, weil es ist im Grunde genommen auch wieder ein Stück wertvoller Rhetorik, die richtig umgesetzt das Thema löst. Aber ich denke, da sollte dann wirklich jeder Interessent sich einfach auch dafür, ich verrate das jetzt nicht. Okay. Und Sie sind Teilnehmer des 12-Monate-Trainingsprogramms. Ja. Was unterscheidet Ihrer Meinung nach das Programm von anderen Trainingsangeboten und warum haben Sie sich genau dafür entschieden? Das liegt ganz im Wesentlichen in Person des Herrn Markus Langenbach. In seinem Fachwissen, in seiner Kompetenz und vor allen Dingen in seiner Professionalität und auch, ohne dass ich jetzt den Herrn Ritzer bisher persönlich kennengelernt habe, aber ich habe mir etliche Webinare schon angeschaut, in dieser Vielfalt, in dieser, ich sage mal, in diesem Blumenstrauß, aus dem ich mir das Schönste aussuchen kann. Und das heißt für Sie, der wesentliche Unterschied zu herkömmlichen Schulungen ist es der Online-Aspekt, der einfach auch mit, ja, wichtig ist und mit reinspielt, oder wie würden Sie das beschreiben? Online-Effekt, ja, vor allen Dingen mit dem, dass ich bestimmen kann, was ich mir wann anschauen will. Und B, dass die Programme fachlich sehr tief sind und eben Praxis erprobt und bewährt.